Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer neuen Folge Enshrouded. Ich freue mich drauf, denn wir sind ja quasi fast am Ziel angekommen. Im letzten Part habe ich das verrückte Labyrinth durchgestanden und für alle, die dies nicht gesehen haben, schaut euch meinen letzten Part an und joint auf jeden Fall meinem Discord-Server. Hier haben wir die coolste Looney Tunes Community ever plus unseren eigenen Enshrouded-Server. Plus einen weiteren Server mit Soulmask. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da oder zwei oder drei. Klickt den Abo-Button und aktiviert die kleine Glocke. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Juhu, genau dasselbe sage ich auch zu euch, denn wir sind wieder zurück hier in meiner chaotischen Werkstatt, die ich unbedingt jetzt umbauen muss. Ich komme aber einfach nicht dazu zu fixen. So, auf jeden Fall hatten wir ja im letzten, vorletzten Part wieder ein paar Gegenstände geholt, weswegen wir natürlich hier unter anderem mit dem Schreiner sprechen können und er sagt irgendwas von Brunnenblöcken. Hast du schon einen Elixierbrunnen im Ödland erforscht? Bla 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 bla. Wenn wir ein paar Brunnenblöcke aus ihren Tiefen bekommen könnten, können wir damit ein wahres Monument errichten. Das ist sehr interessant. Und was hat die gute Jägerin für uns? Die größte Beute. Du bist ein guter Schütze Flammenblut, aber bist du auch kaltblütig? Wird dein Puls vor einer Tötung langsamer? Ich kenne ein gegnerisches Lager, das dir ebenbürtig sein könnte. Na los, lösch es aus. Na gut. Aber nur ausnahmsweise. Ach, der Alti hat auch wieder was. Heute ist mal wieder Famous unterwegs. Flammenblut, ich habe eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Ja, die Sterne lächeln uns endlich zu. Ein legendärer Gleiter. Ein legendärer Gleiter, der im Wind aufsteigen und hinfortsegeln kann. Noch wertvoller als jeder andere. Finde ihn und gleite mit den Amseln. Oh, Leute, Leute. Das höre ich doch gerne. Wir müssen uns erstmal gucken, was wir überhaupt machen. Und ich hätte gesagt, dass wir hier oben einfach weitermachen. Und zwar mit der Imkerpfeife. Deswegen, ich werde essen und mein Inventar leer machen. Dann reisen wir hier hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt gleich am Ziel angekommen. Und ich habe jetzt hier auf dem Weg hierher Safran geerntet. Und ich wurde auf dem Weg auch überfallen. Deswegen, die mir natürlich hinterherlaufen. Wir düsen einfach weg und ich habe natürlich jetzt ein paar neue coole Sachen freigeschaltet. Voll nice. Finde ich echt gut. Offenes Sandwich bei Bäuerin. Oh, ich habe auch Hunger. Ah, was gibt's hier? Nix. Ah doch, hier liegt ja wer rum. Der Honig dabei hat. Eine Imkerpfeife. Wie, bin ich jetzt hier schon am Zielort angelangt oder was? Hier liegt auch noch mal eine. Das weiß ich natürlich nicht. Dieser Schutthaufen sieht mal wieder so aus, als könnte da irgendwas sein. Wir probieren es aus. Dunk, und er fällt einfach runter. Aber nein, da habe ich mich mal wieder getäuscht. Lasst uns mal kurz auf die Karte schauen. Hier hinten ist jetzt die Imkerpfeife. Als Wegpunkt setzen. Dann laufen wir halt einfach weiter. Was sind denn das hier für Viecher? Gürteltiere oder was ist das? Nee, dafür sind sie zu groß. Ich will sie jetzt aber auch ehrlich gesagt gerade nicht angreifen, weil sie mir ja eh nichts tun. So, und was haben wir hier? Da kann man hoch. Ist aber gerade nicht unser Ziel, deswegen laufen wir einfach weiter. Oh, muss ich da jetzt durch? Aber das sind, glaube ich, Wuka, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, weil sie mir ja eh nichts tun. Was habt ihr euch denn hier Fettes gebaut? Ist ja krass. Oh, nee, da möchte ich lieber nicht reinlaufen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche Fallen trete. Was mir ja auch schon des Öfteren mal passiert ist. Und dann gehen wir mal da lang. Oh, Stufe 25. Apropos, Leute. Ich habe noch 6 Fähigkeitenpunkte, die ich vergeben kann. In was soll ich in die reinstecken? Ich mache mal eins in Stärke. Das macht vielleicht bei einem Nahkämpfer oder Teilzeit-Nahkämpfer Sinn. Wenn du eine von mir hast, dann nehmen wir das noch hier. Der da ist gut. Und dann haben wir nur noch einen Punkt. Den sparen wir uns auf jeden Fall auf.
Okay, weiter im Text. Wie komme ich denn hier raus? Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal hier lang laufen. Und ich denke, dass ich dann da hinten auf jeden Fall lang komme. Einmal um die Ecke und dann ist es auch nicht mehr weit. Wuka-Opferhügel. Neuer Ort markiert. Ah, ach so. Okay. Ja, mit ihm habe ich natürlich mal wieder nicht gerechnet. Deswegen. Wo ist denn mein Bogen? Ach, das ist auch ein 25er, okay. Ich schieße jetzt einfach mal auf sein Gesicht. Halt, bleib mal da. Ich weiß nicht, ob ich so mehr Schaden mache oder wenn ich es jetzt im Nahkampf mache. Ach, machen wir es im Nahkampf, weil das ist ein bisschen spannender. Komm her, good boy, aber ich muss schon wieder was essen. Beziehungsweise was trinken. Und was essen. So. Oh, jetzt hat er mich betäubt. Ja, so haben wir nicht gewettet. Ach, Manu. Also ich glaube, der Pfeil hat dann doch mehr Schaden gemacht. Ich kann ihn ja mal abbomben. Ja, das macht auch nicht viel Schaden. Na dann. Komm her. Oh. Jetzt habe ich ihn eingelocht. Hey, cool. Mache ich jetzt weitermachen. Aber ich will nicht auf ihn. Ah Mann, lass mich in Ruhe. Ich will doch dir eine Grube graben. Puh. So bescheuert, oder? So. Mann, sie schießt die ganze Zeit auf ihn. Wie kann man das unterbinden? So. So. Du musst hier rein. Guck mal, ich mache dir wirklich was richtig Schönes hier hin. Komm. Jawohl. Nein, du musst hier drinnen bleiben. Hallo? Er geht einfach außen rum. Was für ein Kackarsch. Okay, und dann mache ich jetzt den Rest mit dem Pfeil. Und da liegt er jetzt, der gute. Quest aktualisiert eine Imkerpfeife. Und wir haben sie. Wunderbar, hätte ich gesagt. Supergeil. Was haben wir hier? Ist hier ein Flammengedönschen? Ah ja, tatsächlich, hier können wir wieder die Dinger sammeln. Die Funken, und da haben wir 4 bekommen. In der Kiste ist ein gleißender Magierstab, das ist auch nicht verkehrt. Cool, haben wir das ja auch erledigt. Jetzt ist die Frage, kann ich da irgendwie hinlaufen zu diesem Notenblattstandort? Hey, warte mal, was machst du eigentlich jetzt mit mir? Bist du irgendwie doof? Ich habe dir nichts getan. Ich habe dir nichts getan. Hey, wartet mal. Kann ich da hinten lang? Ich muss nämlich ja so in die Richtung. Oder ist hier tote Hose? Was ist das? Ach so, der Segen. Habe ich vergessen. Ah, okay, kein Weg, aber. Oh, Dunkelmonarch Brustplatte. Die sieht ja geil aus, Mann. Die werden wir uns dann auf jeden Fall gleich mal anschauen, sobald wir hier draußen sind. Ach, da oben ist auch noch eine Kiste. Eigentlich wollte ich hier durchlaufen, alleine, aber weil ich sie gerade gesehen habe, nehmen wir sie natürlich mit. Die Nadeln. Interessant. Na gut, dann düsen wir halt den Weg lang. Wow, und es sieht aus, als würde gleich ein Sandsturm kommen. Und was haben wir denn da jetzt vor uns? Ist es so eine große Stadt oder ist es es nicht? Da ist auf jeden Fall auch der Webstuhl für die Jägerin. Ich möchte mir jetzt aber ganz kurz einen Flammenaltar machen, damit ich den hier platzieren kann. Und dann vielleicht ganz kurz in die Haia oder so. Ja, setzen wir uns mal dorthin und düsen kurz nach Haus.
Und da sind wir wieder. Jetzt sieht diese Stadt, Dorf, whatever, auch schon wieder ganz anders aus. Wir können jetzt hier durch das große Tor gehen. Wir können auf die Leiter oder wir gehen dort hinten lang. Und ich hätte jetzt gesagt, ich möchte, glaube ich, erstmal dort hinter. Ostlapis. Ach so, davon hat doch auch irgendjemand mal gesprochen. Also, bisher sieht's gut aus. Da hinten ist auf jeden Fall was, was wir nehmen können. Und da unten ist natürlich wieder ein Kackhaufen. Excuse me, ich meinte einen Gegner. Oh nein. Ach komm, ist auch nicht dein Ernst. Da muss ich natürlich wieder runterfallen. Wie soll's denn auch anders sein? Aber nicht mit mir. Ich bin nicht so blöd, da drauf zu landen. So nämlich. Sehr schön. Und dann haben wir hier ein weiteres Notenblatt. Satin-Seiten. Satin-Seiten. Was geht hier so? Mach mal bitte kurz zu, denn ich möchte kurz auf die Karte schauen. Also, den Notenpunkt... das Notenblatt haben wir gefunden und hier hinten haben wir den Webstuhl. Boah, und ich hoffe, dass hier nicht wieder so eine Säurealte ist. Wie heißen sie denn jetzt nochmal? Und irgendwas knurrt. Bitte nicht mich anknurren. Und was haben wir dahinter? What is this? Keine Ahnung, aber solange es nicht an mich rankommt, ist alles gut. Also wir müssen nach da hinten und ich hätte jetzt mal geschätzt, dass natürlich der beste Weg wahrscheinlich über die Dächer ist. Da oben ist eine Kiste. Wie komme ich denn an die ran? Ich glaube zwar nicht, dass irgendwas Gescheites drinnen ist, weil es nur so eine ganz einfache Kiste ist. Aber wir gucken einfach. Und dann hier rauf. Okay, wo war denn jetzt die Kiste? Die war unter mir. Wie komme ich denn da jetzt hin? Muss ich hier runter oder nicht? Ah ja. Wunderbar. War ja klar. Was sollte denn sonst drin sein? Und von hier hat man eigentlich einen ganz schönen Überblick. Hier raucht's übelst. Und genau in die Richtung müssen wir. Und halt, ich möchte aber dahin nicht runter. Nein, nein. Oh Mann. Oh, okay, nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Hey, wartet mal. Hä? Seid ihr nicht Miasma-Dinger? Bist du deppert? Hier ist eine Kiste. Handschuh des Zaubermeisters. Ach, wer kämpft da unten? Ich habe hier gerade noch eine Geschichtsseite gefunden und eigentlich würde ich gerne ganz da hoch, dann kann man nämlich wieder besser gucken. Also ich befürchte ja, wie gesagt, dass uns jetzt hier irgendwas erwartet und irgendwie muss das da unten sein. Ich düse jetzt mal hier rauf. Oh, hi! Oh, wow, was ist denn hier los? Hey, bleib mal da. Okay, also ich muss einfach nur nochmal hier rüber. Oh shit, ich wollte eigentlich das Ding treffen. Mein Gott, bin ich wieder zu doof für alles, wirklich wahr? Wo könnte es denn sein, das gute Ding? So, wir gehen natürlich hier lang. Hier geht's runter. Ich brauche bitte mal das hier. Dann kann ich nämlich hoch und mir einen Überblick verschaffen. Hä, wo ist denn der Webstuhl? Ist der in dem anderen Haus hier? Ich raff's gerade nicht. Mann, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen.
Da kann man auch hoch. Sehr cool. Falkenstiefel. Die sind gut. Also eigentlich, glaube ich, ist das Ding hier drinnen. Oh, hier ist er auch cool. Aber wo? Das gibt's doch gar nicht. Hier kann man nur so lang gehen. Dann gehe ich halt mal runter. Ah. Bestimmt ist es hier unten drin. Ich sehe nichts. Ich brauche eine Fackel. Hier unten scheint jetzt aber erstmal soweit auch nichts zu sein. Ich sehe zumindest keinen Webstuhl. Ah, hier ist eine Kiste. Dunkelmonachhelm. Cool, was man hier alles so findet. Ja, wo ist denn das Ding? Pläne habe ich wirklich keine. Webstuhl für die Jägerin. Zum Tagebuch. Die Hütte sollte nicht zu übersehen sein, da sie mit Banane dekoriert ist. Aha. Okay, und wo ist jetzt hier eine Hütte, die mit Banane dekoriert ist? Ich frage für einen Freund. Achso, ich stehe drauf. Ja, alles klar. Dann hat sich das ja wohl erledigt. Und da unten ist ein Tumult. Ach, vielleicht hier. Aha, Geheimgang. Wir machen natürlich gleich hinter uns zu. Das war's aber hier schon wieder. Ja, wo ist denn dieser Webstuhl? Hä? Aha, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Das war einfach. Ich hatte eigentlich mit so einer Mutter oder so gerechnet. Aber okay, dann ist halt keine da. Nice. Da haben wir das auch. Unterirdischer Befall zum Tagebuch. Laut einer Notiz machte sich eine Person mit einem großen Hammer auf den Weg zu einem Brunnen, aus dem beunruhigende Geräusche drangen, um ihn zu untersuchen. Suche das Gebiet ab und finde den Hammer. Können wir machen, denke ich. Dann müssen wir in die Richtung und da muss es einen Brunnen geben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob im Miasma oder wo. Hier soll dessen Brunnen sein. Oh, oh mein Gott. Ja, das soll ein Brunnen sein. Und ich wieder voll rein. Hey, warte mal, was ist das da oben? Oh, okay, ich hab's gefunden. Also Leute, heute bin ich richtig gut im Suchen und Finden. Es ist nur die Frage, wie komme ich da wieder raus? Wo ist hier der Ausgang? Ich sehe nichts, ich sehe kein... Ah, da! Okay, ich hab's gefunden. Cool. Jetzt bin ich bei dieser Brücke. Da möchte ich aber natürlich eigentlich so schnell wie möglich wieder raus. Cool. Oh nein, und jetzt explodiert hier alles und Hilfe. Okay, bin ich jetzt hier irgendwie in Sicherheit? Nein, hier ist auch wieder so ein Scheißer. Okay. Gucken wir auf die Karte. Hier sind wir tatsächlich fertig. Dann haben wir hier die Taverne von Emily Frey. Dann würde ich natürlich sagen, düsen wir auf jeden Fall da noch hin. Jetzt weiß ich nur nicht. Wartet mal schnell. Okay, wartet nicht. Muss mich erst wieder in Sicherheit bringen. Ist es denn von meinem Zuhause ein bisschen näher, oder? Dann reisen wir mal dahin. Und dann müssen wir einfach nur quasi so nach da irgendwie. Schauen wir mal, ob wir das finden. Was ist denn hier los? Stofffetzen. Und Runen, die nehme ich auf jeden Fall mit.
Jetzt will ich mal ganz kurz gucken hier bei dem Kaktus, ob der mir irgendwas bringt. Ach, Pflanzenfaser. Okay, und diese Palme habe ich nämlich auch noch nicht weggemacht. Ach ja, Yucca-Frucht. Okay, alles klar. Sehr gut, dann habe ich die auch und weiß, wo es die gibt. Ein Skorpion, der mir aber hoffentlich nichts tut. Nö. Sehr schön. Was ist denn hier? Fledermäusis? Ach, wir gehen einfach weiter. Was machst denn du da? Was machst du denn da, Schlamper? Jo, renn einfach mal durchs Bild, mein Schatz. Ja, ist gut. Was hast du? Schau mal da. Boah, ich bin eine dicke, schwere Katze. Guck mal. Ich war jetzt gerade im Karawanenlager, da habe ich aber nichts gefunden. Deswegen habe ich mir jetzt hier die Obeliskenforschung markiert. Und ich weiß nicht, ist das... Wo ist denn das? Das ist aber jetzt nicht auf dem Berg, oder? Nee. Müsste eigentlich irgendwo da hinten sein. Gucken wir mal nach. Hey, was ist da? Okay, und was mache ich jetzt hier? Ah, hier kann ich Eier plündern. Okay, ja, solange der Vogel mir nicht böse wird, ist alles okay. Oh, Standort oben. Ja, wie kommt man denn da am besten hoch? Vielleicht so von da hinten? Probieren wir mal. Wir holen mal kurz die Brunnenblöcke. Und vielleicht finden wir dann auch einen Weg, der nach da oben führt. Genau, wir müssen sowieso bloß geradeaus. Im Karawanenlager habe ich jetzt auch nichts gesehen. Rosenmuschelbau. Das ist ja ein witziger Name. Was ist denn hier? Ach, cool. Das ist ja witzig. Oh, scheiße, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Ja gut, aber das ist jetzt kein Auftrag, den wir erledigen müssen. Das heißt, das merke ich mir und mache es dann wieder. Da hinten ist auch noch eine Warte, die ich irgendwie erkunden muss. Und da ist ein Standort unten. Ach, das ist im Miasma, glaube ich. Okay, dann kommt man aber von da sicher nicht da hoch. Dann muss ich mal gucken, wie ich da am besten hochkomme. Brunnenblöcke. Standort unten. Ja, wo denn? Ich will nicht ganz runter. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Aber gut, dann werde ich wohl nicht drum rumkommen. Wenn es da steht, dann wird es wohl so sein. Oh Gott. Elixierbrunnen, auch noch. Hä? Ach da, ne, ich will aber... Ach so, sind die Brunnenblöcke im Elixierbrunnen? Oh mein Gott, ich hoffe ja nicht. Ich stürze mich mal hier ins Unglück. Ach, ja, genau. Und sie muss sich natürlich wieder festhalten. Oh, ja. Ja, nein. Hilfe. Wo ist meine Axt? Schnell kaputt machen, bevor wieder irgendwer angeschissen kommt. Okay. Das war leicht. Ach so, hier ist nur so einer, oder was? Oh mein Gott, nein. Was ist das? Habe ich gegen die schon mal gekämpft? Ja, habe ich. Möchte ich aber eigentlich gerade nicht. Das war natürlich jetzt belastend. Ich muss mal ganz kurz abhauen. Irgendwo hin, wo ich schnell sicher bin. Vielleicht hier so hin. Ach nee, du blöde Scheiß-Kackarsch. Nein, Hilfe, ich will raus. Ich will hier erstmal raus. Okay, ich bin zum Glück wieder zu Hause. Wir waren ja erfolgreich und haben wenigstens die zwei Sachen geholt. Und dann würde ich sagen, muss ich, ich weiß nicht, sind die Brunnenblöcke jetzt da unten bei der Miasma-Wurzel oder sind sie wieder irgendwo anders, wo ich ewig suchen muss? Schreibt mir das auf jeden Fall bitte mal in die Kommentare und dann würde ich tatsächlich den Part an der Stelle für heute beenden.
Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Part. Bye!